Dann habe ich es verstanden. Ist eigentlich ganz einfach. Ja. Sebastian hier. Sebastian ist der Klappfitter. Genau. Techniker, wie sagt man? Klappfitter. Klappfitter Experte. Passt schon, genau. Ja, und jetzt erklär mir mal, also Fitting habe ich verstanden, jetzt erklär mir mal, wie das funktionieren soll, dass ein Eisen 4 beispielsweise mit einem zu kurzen Schaft trotzdem genug Ballflug hat, weil ich kann es mal kurz meine Gedanken mitteilen. Ja. Ich sehe das Problem, je weiter du dich von der Standardlänge entfernst. Also wenn wir Eisen 7 erstmal als Standard nehmen, wird sicherlich Eisen 8, Eisen 6 oder sowas wird funktionieren, klar, weil der Unterschied nicht so groß ist. Aber wenn wir zum Beispiel in Eisen 4 denken, wo ich eigentlich ja über den Schaft mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit bekomme, die ich ja brauche, dass es überhaupt in Luft geht. Ja. Ja? Das stelle ich mir komisch vor, also wie das funktionieren soll. Und auf dem anderen Ende von der Skala habe ich natürlich zum Beispiel ein Sandwich und da habe ich ja so einen riesen langen Schaft und möglicherweise eine zu hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, also Luxusproblem eigentlich. Und dann fliege ich immer übers Grün oder so. Also das, erklär mir, wie macht ihr das? Also der Loft ist nicht verändert. Der Loft ist genau, egal ob du One Length oder das Standard-Set hast, der Loft ist bei allen Schlägern der gleiche, natürlich Sandwich. Ja. Der Leihwinkel hat immer den Leihwinkel von einem Eisen 7 und die Länge ist halt wie bei einem Eisen 7. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt ein Eisen 5 nehmen, ein Standard Eisen 5, was ja länger ist, und nehmen oben aus dem wir kürzen den Schaft auf die Länge von einem Eisen 7, dann fehlt uns oben Gewicht. Das Gewicht wird jetzt unten in den Kopf wieder eingesetzt. Dadurch wird der Kopf ein bisschen schwerer, hat dadurch mehr Masse. Und durch die größere Masse ist halt die Geschwindigkeit wieder da, um den Ball weiterzuschlagen. Das ist ein guter Punkt. Hatte ich, glaube ich, in einem anderen Video mal gesagt. Im Prinzip kann ich ja auf zwei Arten Geschwindigkeit erzeugen oder Kraft durch mehr Beschleunigung oder durch mehr Masse. Genau. Das ist bei uns beiden so, ja. Und im Prinzip funktioniert es für die Schläger auch. Das heißt, dadurch, dass wir mehr Masse im Schlägerkopf haben, brauche ich nicht schneller zu schwingen, weil im Prinzip der Impuls der gleiche ist auf dem Ball. Genau, also du machst im Prinzip immer die gleiche Bewegung vom Schwung. Der Vorteil, also viele Leute, wenn der Schläger länger wird, treffen die den Ball nicht mehr so sauber. Genau. Über das ganze Interface, überall verteilt. Ja. Dadurch, dass wir jetzt den Schläger kürzer haben und in der Länge von einem Eisen 7, was ja so das klassische Eisen ist, mit dem man auch auf der Driving Range trainiert oder mit einem Trainer, wird halt der Treffmoment zusätzlich besser. Ja. Und ein weiterer wichtiger Faktor, wenn es darum geht, wie weit ein Ball fliegt, ist ja der Smash-Faktor. Also die Kraftübertragung im Prinzip aus der Schwunggeschwindigkeit in den Ball rein. Also wie schnell geht der Ball von der Schlagfläche, mit welcher Schwunggeschwindigkeit oder Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, dadurch, dass wir den Smash-Faktor im Idealfall noch ein bisschen erhöhen können, durch bessere Trefferbild. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die es sehen und da gar nichts mit anfangen können. Also Smash-Faktor ist im Prinzip die Ballgeschwindigkeit im Verhältnis zur Schlägerkopfgeschwindigkeit und ist, glaube ich, reglementiert auf 1,5. Genau, also ein Ball, der 150 Meilen abfliegt, darf maximal mit 100 Meilen geschwungen worden sein. Genau, und minimal, ne, eigentlich. Das wäre minimal. Wenn der mit 90 ankommt und fliegt 150 ab, wäre es ja... Das wäre zu schnell. Genau. Auf jeden Fall, ne, dass ihr das habt. Durch den kürzeren Schaft wird einfach das... Der Treffer besser, effizienter und das ist letztendlich der größte Faktor für den Smash-Faktor. Ne? Genau. Und dadurch, dass er halt besser getroffen ist, kriegt er halt ein bisschen mehr Ballgeschwindigkeit. Ja. Entsprechend haben wir da auch nochmal etwas mehr für diesen Längenvorteil. Dann. Jetzt hast du mir das gerade für ein Eisen 5 oder Eisen 4 erklärt. Das heißt umgekehrt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich habe ja dann beim Sandwich beispielsweise, anderes Ende der Skala, habe ich ja dann einen zu langen, zu schweren Schaft und hätte zu viel Beschleunigung. Genau. Also nehmt ihr Gewicht aus dem Kopf raus. Also kommt Gewicht aus dem Kopf raus, genau. Dann habe ich es verstanden. Ist eigentlich ganz einfach. Ja. Ob das wirklich funktioniert, sehen wir nachher. Wie ist das mit der Reglementierung? Weil die, also es wird ja zulässig sein, weil ihr habt die ja auf dem Markt. Also aber die Schläger sind... Die sind von, gibt es eine Reglementierung auch nach unten vom Gewicht, vom Schlägerkopf? Also die Schläger sind so von der USGA erlaubt. Das heißt, es gibt sicherlich, wie genau die Reglementierung jetzt aussieht von Seiten der USGA, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Die sind auf jeden Fall erlaubt. Wir haben ja auch einen Tourspieler, der ja den Tourkopf, du kriegst ja den F7, also den etwas fehlerverzeihenden Kopf. Wir haben auch noch den Forge Tour. Der ist dann das, was auch der Bryson DeChambeau bei uns auf der Tour spielt, der ja seit letztem Jahr bei uns dann ist und für Cobra Puma im Prinzip auch spielt. Der hat die so auf der Tour, entsprechend ist das auch alles
da im legalen Bereich. Super. Sehr schön. Ich glaube, so langsam kommt er auch wieder, ne? Der hat ein bisschen Probleme. Ja, okay, cool. Ja, danke, Sebastian. Würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal ins Fitting. Ja. Bin schon gespannt, wie das sich anfühlt. Da werdet ihr gleich Bilder von sehen. Und ja, danke erstmal.